Hallo, mein Name ist Daniel. Ich bin Teil des Entwicklerteams hinter dem Automated Machine Learning Tool. Für mich ist das Highlight des Automated Machine Learning Tools, wie einfach es den Einstieg macht, maschinelle Lernmodelle in ein industrielles Umfeld zu bekommen. Das heißt, der Maschinenexperte muss einfach nur seine Daten als CSV in die Software laden, Normalbereiche der Maschine markieren, das heißt, wann ist die Maschine optimal und ganz normal gelaufen, und dann wird vollautomatisch ein Modell trainiert, das diese Normalbereiche von anormalen Maschinenbereichen unterscheiden kann. Und das heißt, der Maschinenexperte wird alarmiert, wenn seine Maschine aus dem Ruder läuft. Wir haben das Dateneinlesen, das Identifizieren der Datentypen, die Merkmalsextrahierung, also das Feature Engineering, das Scaling der Daten, die Modellselektion, Modelloptimierung, Modellvalidierung. Das haben wir alles automatisiert, sodass der User wirklich sich nur auf seine Daten konzentrieren muss, und den ganzen Data Science Part übernimmt das Tool vollautomatisch. Dabei setzen wir auf Open Source und Python, was unsere Software besonders zukunftssicher macht, da es sehr einfach ist, neue Modelltypen in die Software zu integrieren. Neben der Anomaliedetektion kann unser Tool auch die Anomalieklassifikation durchführen. Das heißt, man kann genau identifizieren, um was für eine Anomalie es sich handelt. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie das User-Feedback ist. Bisher ist es sehr positiv. Ich hoffe, es geht so weiter.